Da habe ich jetzt flitzen müssen, dass ich sie noch hinten erwische. Hintergesetzt und schon rennen sie wieder hinterher. Dahin ist euer Platz. Auf den Platz, auf die Decke. Irgendwie verstehen die mich nicht richtig. Der Nala gefällt es auch gut. Oder sollte ich jetzt fragen, wem nicht? Die Truppen sind im Anmarsch. Um das mal so zu sagen. Oh weh, wer hilft mir, Armen? Dinkelspüler wissen jetzt, wovon ich spreche. Ein Nali-Pfützchen und schon wieder weg. Der schläft jetzt auf der Scheibe sitzend, ja? Unsere Rentnerin Betsy, die schläft schon halb, weil das hier so aufregend ist, hat sie so müde gemacht. Dann ziehen wir eben andere Seiten auf. Normalerweise bekommen die Babys das Futter auf zwei Schüsseln, weil eine für 9 Welpen einfach zu klein ist. Aber es gibt jetzt nur Reste essen. Da müssen sie schauen, wo sie bleiben. Die haben ja Zeit, die können im Schichtwechsel essen. Und wer hat sich da quer mitten in die Schüssel neigestellt? Das ist so einer mit gelben Bändchen. Nico. Der macht sich ganz schön breit. Hat Nali nicht mehr Platz, um sich mitten reinzustellen. Das ist nämlich eigentlich ihre Spezialität. Ja, jetzt sieht es so aus, wie wenn sie bei Mama trinken. Alle übereinander. Aber im Gegensatz zu dem, wenn sie bei Mama trinken, hat es hier Futter genug. Wer jetzt keinen Platz findet, braucht nur warten, bis ein paar satt sind und weggehen.
Und der kann danach halt weiter futtern. So, Nico hat sie jetzt quer durch die Schüssel gefuttert, ja, und kommt jetzt hier vorne an. Es scheint zu schmecken. Nachdem der Schlafplatz jetzt da hinten ist und früher hier vorne war, werden sie sich jetzt erst einmal hart tun, vom Futter weg zu wissen, wo gehen sie hin zum Schlafen. Wird spannend sein zu sehen, wer sich wofür entscheidet. Oder ob sie einfach in der Schüssel liegen bleiben. Wie die Termiten alles niedermachen.